meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von JM Kreation. Heute in unserer Osterserie machen wir nochmal eine Bogentüte. Aber mit einem Add-on, mit einem Lämmchen. Das gibt ein ganz schnelles Video, also es ist ziemlich schnell fertig. Da ist gar nicht viel dran. Und ich habe das bewusst ziemlich reduziert gehalten, weil das sieht einfach so süß aus, wie es aussieht. Also, ich habe die Bogenschachtel wie gestern nochmal ausgestanzt und zwar aus Aquarellpapier, weil das so einen leicht flauschigen Eindruck macht. Die Teile, die und das da, also den Boden. Und dann habe ich mir das Add-on, das Schaf, das Lamm, habe ich mir zweimal die Haare aus, mit den Ohren ausgestanzt. Und, also quasi das hier. Dann habe ich mir die Augen, das sind die Augen, mit dem, hier so das Teil. Die stanzt euch bitte aus schwarz aus. Und dann stanzt euch das Doppelkringelchen hier zweimal aus, dass ihr vier so runde Punkte habt. Und zwar klebt ihr dann einmal das schwarze Papier auf das Weiß. Und einmal koloriert ihr euch, ich habe jetzt hier einfach nur ein bisschen Aquarellfarbe. Und das für ein Mädchen, die ich schon nicht kenne, die was kriegt, die mag Pink unheimlich gern, habe ich das jetzt, ihr könnt es zarter rosa machen, ne? Aber ich habe das einfach mit ein bisschen Aquarellfarbe eingetönt. Genauso die Nase und die Aufleger von den Ohren. Also die Nase und das sind die Ohren. Ja? Okay, dann fangen wir mal an. So, geh mal hier weg. Also wie gesagt, die Augen habe ich mal schon zusammengeklebt. Dann machen wir jetzt geschwind die Tüte, so wie gestern auch. Ich brauche ein Falzbein. Ja. Und ich habe mir erst noch überlegt, ob ich noch was auf die Tüte drauf mache. Und dann habe ich gedacht, nee, muss ja nicht immer so viel sein. Muss ja, man kann ja mal was Schlichteres machen. Und dann ist man auch schnell fertig. Und das Schaf soll für sich wirken, einfach so. Na. Das Lamm. Kein Schaf, ein Lamm. Oder ein kleines Schaf. So. Und das geht wirklich ruckzuck. Also da könnt ihr für eure Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen. Das kommt bestimmt gut an. Es passt auch ein bisschen was rein in die Tüte. Ist also nicht so, dass die so mickrig wäre. Ich klebe mir das Teil erst zusammen hier. Wir haben es gestern ausprobiert, ob das so funktioniert, dass man erst das komplett zusammenklebt. Und dann das Oval rein. Das geht. Funktioniert einwandfrei. So, die Streifen nach unten. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber. So. Na. Weil gestern war das ja so, dass es ein bisschen ausgesehen hat wie eine Einkaufstasche. Und heute machen wir ein kleines Lämmchen draus. Ja. Klebt es jetzt oder? Ne? Das Aquarellpapier braucht anscheinend ein bisschen mehr Kleber. Ja, logisch, es lässt ja rein. Es zieht ja ins Papier mehr rein. So. Dann lasse ich das mal ganz kurz, ne? Da muss ich dagegen halten. Muss ich jetzt mal kurz andrücken, hier. So. Genug Fischkalt, das müsst ihr jetzt heben. Dann nehme ich mir den Kopf. Hier. Und streiche mir hier so die
Ja, so das obere Drittel mit ein bisschen Kleber ein. Und klebe die zwei Teile mal ein bisschen aufeinander. So. Also man könnte auch das jetzt noch mit Aquarellfarbe oder mit Copics oder was weiß ich was ein bisschen kolorieren. Aber da ich eh nicht der Koloriermeister bin, habe ich gedacht, nee, mach mal nicht. Wir lassen es jetzt mal so. So, wo ist denn der Boot? Das ist der Boot, ne? So rum. Dann streiche ich mir das hier ein. Na. Gleich mal ein bisschen mehr Kleber drauf, wenn ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass Aquarellpapier mir der Kleber wegsaugt. Dann wird das hier aufgemacht. Die Lasche so nach innen. Und dann versuchen wir das hier. Ups! Ich habe so kurze Hände. So kurze kleine Hände. Dann drücke ich mir das mit dem Falzbein so runter. Also die Tüte ist wirklich so genial. Wie gesagt, man kann es als Einkaufstasche verwenden. Man kann sie so hinstellen. Oder so machen. Man kann es ja wirklich super gut, also ein bisschen zu weit rausgedrückt, super gut hinstellen und kann Krimskrams reinfüllen. So. Da warte ich jetzt auch mal ganz kurz, halte es auch mal kurz fest, bis das angezogen ist. Hier hat eine Lasche nichts abbekommen. Die klebe ich dann gesondert fest. Die hier. Die hier auch. Na. So und so. Jetzt halte ich mal kurz fest und komme gleich wieder. So, also bei dem Aquarellpapier braucht man echt ein bisschen Geduld. So. Dann streiche ich mir hier ein bisschen Kleber dazwischen. Aber nicht an die Ohren, also nicht die Ohren. Die sollen nicht festgeklebt werden. Und dann schiebe ich mir das jetzt so da drüber. So. Und drücke mir das hier so ein bisschen fest. Aber nicht platt, also nicht alles ganz festkleben, sondern einfach nur hier so ein bisschen, dass das so ein bisschen abstehen kann, ne? So, dass das hier so ein bisschen. So. Dann gucken wir mal, welches Ohr gehört wohin. Das gehört dahin, das dahin. Okay. Wieder ein bisschen halten. So. Das Ohr. Na. So. Das ist ein Haltevideo. Dann müssen wir gucken. Dann kommt die Nase, die Augen. Da könnt ihr das Schaf oder das Lamm jetzt nach oben gucken lassen. Oder nach unten. Unten. Vielleicht wäre es auch praktischer, wenn man das da vorne erst draufklebt, bevor man die Tüte zusammenklebt. Muss ich gerade so feststellen. Und es gibt dann die Bäckle, die Wangen.
Gott, oh Gott, oh Gott. So. So ungefähr. Dann mache ich mir erstmal die Nase fest. So. Also macht das vorne drauf, bevor ihr das zusammenklebt. Ich merke gerade, das ist doof. Man kann es dann nämlich auf dem Flacher besser festdrücken. Also ich könnte das Video jetzt nochmal neu drehen und das perfekt machen, aber ich lasse es einfach drin, damit ihr wisst, was nichts ist. Ich muss jetzt da ein bisschen. Also mit dem Aquarellpapier ist echt ein bisschen. Das braucht Weile, bis das hält. So. Dann machen wir die Äuglein. Ihr könnt dann natürlich dann noch Wimpern hinmalen, wenn ihr wollt. Oder der Rand einfärben mit ganz leicht Grau. Oder ihr lasst einfach so, wie es ist. Wie es ist. Die Augen weiter auseinander. Enger zusammen. Legt es euch einfach so hin. Ihr könnt es schielen lassen. Das mache ich aber jetzt nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir lassen es nicht schielen. Ungefähr in die gleiche Höhe. Sollte schon sein. Und ein bisschen weiter. Die Lichtpunkte ist so. Und dann noch die Wangen. Das war draußen an der frischen Luft. Und hat jetzt rote Wange. Und die Wange noch. Na. Ungefähr gleich, ja. Auch nochmal drücke. Und dann habe ich noch eine kleine Schleife vorbereitet. Die habe ich out of Kamera gemacht, weil ich, also ich und Schleife mache, das ist nicht die Welt. Also es ist echt nicht meine Welt. So, ich habe hier eine kleine Organza-Schleife gemacht mit einem kleinen Strassstein. Habe hier hinten so ein Glue-Dot von Stamping Up. Und dann kriegt es noch so eine kleine Schleife hier oben hin. Fertig. Ich denke einfach, es braucht nicht mehr, es reicht. Ne? Und das verschenkt, also ich glaube, Mädchen fahren da voll drauf ab. Ne? Reinpasst du da einiges, das fühle ich jetzt nicht. Jetzt ist mein Strassstein hier abgefallen. So, na, ist so ganz weg. Muss ich ihn nachher nochmal draufkleben. Ne? Du kommst her. Kommst nachher nochmal drauf. Also wie gesagt, ihr könnt euch das ja noch ein bisschen einfärben, wenn ihr wollt und alles. Man könnte jetzt auch noch ein paar Füße unten hin machen. So. Aber ich denke, es reicht auch so, wie es ist. Wie es ist. Und ich hoffe, euch gefällt das süße kleine Lamm auch. Und ihr schaut morgen wieder vorbei. Da gibt es dann wieder was ganz anderes. Danke fürs Zusehen und tschüss, eure Jutta.